Einen wunderschönen wünsche ich euch und herzlich willkommen zurück zu Kingdoms of Amalur. Wir haben diesen Jurtenkönig besiegt und müssen jetzt der Tante dort, die gerade hochläuft, die Eule, berichten, was wir getan haben. Und das tun wir jetzt auch. Hey, Tantchen! Ich habe es schon gehört. Rem hat Nachricht gesandt, dass jemand wie ihr Karungs Turm ohne Zögern oder Furcht betreten hat. Muss ich euch überhaupt fragen, ob der Kriegshäuptling noch am Leben ist? Karung ist tot. Es wurde vorhergesagt, dass die Götter ihren Streiter berufen würden. Und hier seid ihr. Ihr tragt die Chiffre und sucht nach dem Primos. Ihr scheint den Umgang mit kurzen Klingen zu beherrschen. Nehmt die meinen, als Dank dafür, dass ihr diese Lande von dem Kriegsherrn befreit habt. Mögen sie euch gute Dienste leisten. Meine Truppen können nun den Rest der Jotun dem Speer überantworten, Berufene. Berufene? Was ist das? Vor dem heutigen Tage? Ich dachte, es sei nur ein Mythos. Eine Lüge, die sich mein Volk selbst erzählt, um unsere Sünden erträglicher zu machen. Die Berufene ist eine Überbringerin. Die Berufene spricht für die Götter. Die Berufene ist ihre Botin, ihre Mittlerin. Was die Berufene ist? Sie ist diejenige, die die Chiffre trägt, das Zeichen der Götter. Diejenige, die sich ohne zu zögern der Probleme meines Volkes annimmt. Die Berufene seid ihr. Naja, herzlichen Glückwunsch. Sind die Jotun noch eine Gefahr? Nun, da ihr Anführer tot ist, werden sie vermutlich unter sich bleiben und kein weiteres Interesse daran haben, meinem Volk zu schaden. Ich wette, sie sind nicht sonderlich erpicht darauf, einen weiteren Überfall auf ihr Lager zu riskieren. Und dennoch haben sie meinem Volk Leid zugefügt. Sollen wir abwarten und es ihnen somit zwangsläufig gestatten, sich erneut zu erheben? Dies ist unsere beste Gelegenheit, sie zu vernichten. Ja. Wir müssen diese Aufgabe nicht selbst erledigen. Meine Soldaten werden sich darum kümmern. Ich bringe euch nun zum Steinmal, der Vorrichtung, mit der die Kolossae zwischen der Stadt und der Oberfläche reisen. Lasst uns aufbrechen. Ja, warte mal. Hier, genau. Ich hab nämlich, warte mal. Ganz kleinen Moment. Also, na? Hier hab ich schon nichts mehr drin. Ich hau mal hier irgendwas billiges Scheiß weg. Oh, warte mal. Zerstören? Nein. Ach so, zerstören. Ja. Ich will die haben. So. Jetzt zeig mal her, was sind das für Schöne? Na toll. Hätte ich auch nie gebraucht. So, jetzt, warte mal, Sandara folgen. Hey, renn doch nie weg, du Eule. Eulilein, warte doch. Ihr habt es geschafft. Oh ja. Du hin? Bajon. Hä? Kommt, Berufene. Bin hier. Seht, Berufene. Dieses Artefakt hier vor uns ist ein Steinmal. Wir verwenden es, um in die Stadt zu reisen. Es könnte anfangs ein wenig unangenehm sein. Ich weiß noch genau, wie ich mich übergeben musste, nachdem ich zum ersten Mal damit gereist bin. Aber es ist der einzige Weg in die Stadt. Okay. Lebt wohl. Lebt wohl. Dann geht's los. Ich bin doch völlig... Diese Steine kannst du nach Idylla in die Stadt über den Zähnen von Naros reisen. Nach Idylla reisen. Okay. Stufenaufstieg.
Na, musst du kotzen? Nö. Lebt wohl vor allem, dort steht sie wieder, die Eule. Warte mal, erstmal Stufenaufstieg, ne? Das ist ganz wichtig. Händler, das kaufst oder verkaufst. Ich will aber eigentlich mal was anderes haben. Aber das könnte ich ja machen. Wow. Raffinesse. Wir waren hier stehen geblieben. So. Wie viel brauche ich denn für den nächsten Waldläufer? 49. Nachtklinge. Mhm. So, geht los. Da seht ihr es. Idylla, das prachtvolle Symbol unseres Versagens. Kommt, lasst uns nun zu Anorkathos gehen. Er mag sich vielleicht vor den Nöten unseres Volkes verstecken, aber er wird keine Besucherin abweisen, die von Itene gesandt wurde. Warum versteckt er sich? Die Götter erwählten den Primos, um uns Kolossae anzuführen und ihren Willen umzusetzen. Wir sind die Auserwählten Ethenes, der Göttin der Weisheit. Oder zumindest waren wir das. Ethenes Worte, die uns einst so vertraut waren, sind seit einiger Zeit verstummt. Seit Jahren betet der Primos in Abgeschiedenheit, aber sie antwortet nicht. Lebt wohl. Warum sagt ihr immer lebt wohl? Ich muss also sowieso hinterher rennen. Ist eine Quest? Ja, dies machen wir später. Sind ja noch ein Weilchen da. Gebt acht, wo ihr hintretet, Berufene. Ich möchte nicht, dass das Versagen der Kolossae noch mehr Leben kostet als ohnehin schon. Warum ist in der Stadt eine Gruppe? Es war nicht beabsichtigt, dass sie hier ist. Zumindest nicht von uns. Aber derartige Fragen solltet ihr besser dem Primos stellen. Es genügt, wenn ich euch sage, dass sie in Erwartung auf etwas entstand, was nie eingetreten ist. Alles klar. In diesen Landen vorsichtig. Guten Tag. Ihr müsst die Berufene sein. Na, das hat sich aber schnell rumgesprochen. Hinter diesen Treppen liegt das Allerheiligste des Primos, des Anführers des Volkes der Kolossae, in den Zähnen von Naros. Ich muss euch warnen. Anorkathos hat diese Räume seit Jahren nicht mehr verlassen. Er hat geschworen, so lange zu beten, bis die Götter ihm antworten. Und sein Volk hat deswegen gelitten. Aber ich glaube, seine Antwort ist nun endlich eingetroffen. Sprecht mit ihm, Berufene. Sein Volk braucht ihn. Habt ihr einen Rat bezüglich Anorkathos? Ich bezweifle, dass er nach all den Jahren in seinem Allerheiligsten noch der Primos ist, den ich einst kannte. Und obwohl die Abwesenheit der Götter an uns allen zehrt, leidet doch niemand mehr als er. Er wird euch vermutlich für die Antwort auf seine Gebete halten. Ah ja. Nun denn. Geht los. Ja, mich durchlassen. Allerheiligstes des Primus. Ey, alter Sack. Dein Arsch guckt raus. Der Weg mag voller Mühsal sein, doch wisset, dass er euch ins Land unserer Erhabenheit führt und dass wir ihn gemeinsam mit euch gehen. Dies waren die Worte, die die Götter zu dem Ahnen unseres Volkes sprachen, als sie uns von unseren niederen Ursprüngen zur Entfaltung unseres Potenzials führen wollten. Ich habe diese Worte an jedem Tag meiner Herrschaft in meinem Herzen getragen. Doch nun haben sie Gestalt angenommen. Seid willkommen, Berufene. Diese Stadt wird vollendet werden. Hä? Was willst du? Weil wir alle unvollendet sind. Mein gesamtes Volk. Weil wir nicht würdig genug waren. Und es noch nicht verdient hatten, derartige Wunder der Götter zu erblicken. Und ich dachte, dieses Versagen sei endgültig. Ich habe in Abgeschiedenheit zu den Göttern gebetet.
und auf eine Antwort gehofft. Aber sie waren ebenso schweigsam wie der stumme Chor. Nun jedoch ist die Berufene erschienen. Durch euch können die Götter Zeuge sein, wie wir für unsere Unzulänglichkeiten Buße tun. Wir müssen sofort beginnen mit dem Kranz der Absolution. Was ist der Kranz der Absolution? Was hast du vor? Etwas, das kein Primus jemals tragen wollen würde. Sie werden nur in Zeiten großer Not angefertigt, wenn wir den Göttern unsere Hingabe beweisen müssen. Na los, hau raus. Die Hände, die von Athene geführt werden, können den Kranz der Absolution anfertigen. Deshalb muss ich euch bitten, diese Aufgabe zu übernehmen. Zunächst wird ein goldener Gebetsreif als Grundlage des Kranzes benötigt. Die Kunst seiner Herstellung ist nahezu vollständig in Vergessenheit geraten. Aber ich benötige dennoch einen. Arces, der letzte Primus, der einen Kranz der Absolution trug, wurde mit einem derartigen Reif begraben. Sikandra hat euch doch zu mir geführt. Dann wird sie euch auch zu dem Reif führen. Kommt, Berufene. Du hast einen Vogel. Der ist doch nicht mehr ganz sauber. Oh, hier. Nimm ich mit. Alles nehmen. Einfach mitnehmen. Erstmal mitnehmen. Erstmal haben. So, also muss ich so einen doofen Reif machen. Holen. Der ist nicht mal ganz acker, der Typ. Worum geht es? Sikandra? Ihr seid zu. Ach da. Und? Die Untertanen des Primus sind schon seit Ewigkeit nicht mehr in den Genuss seiner Worte gekommen. Was hat er zu euch gesagt? Ich brauche Arcus Reif. Und Anokhartos erwartet von mir, dass ich euch zu ihm führe? Hat ihm die Abgeschiedenheit den Verstand geraubt? Hat er seine eigene Geschichte und diese was macht denn der? Vergessen? Na schön, da ich mich dem Primus nicht widersetzen kann, treffen wir uns in den Grüften. In den Unterschächten der Stadt bringen wir die Sache so schnell wie möglich hinter uns. Jo! Wir finden sie in den Grüften, unterhalb der Kanalisation der Stadt. Sie sind alte Bauwerke, die in Vergessenheit gerieten, als die Stadt über ihnen errichtet wurde. Alles klar. Nun denn. Ab geht's. Was ist das? Hilfe gesucht. Wer zuerst kommt, mal zuerst. Hast du eine Aufgabe erledigt, bekommst du bei der Wache deinen Lohn. Blinder Passagier, verloren in der Kanalisation. Hamsterer. Ja, in der Kanalisation. Oh. Nehm. Wir sind ja noch eine Weile hier. Kann ja nicht schaden. So. Wo ist denn die Tante? Da geht's wieder hoch. Heilige Mutter Gottes. Sind da bestimmt Ratten. Ich hasse Ratten. Ah, oh, zu spät. Ich hätte erstmal gern mein Zeug verkauft, Mensch. Oh. Warte mal. Kann ich denn...
Ich hatte gerade einen Heiltrank genommen, du Arsch. Oh Gott. Na, warte mal. Nee, ich muss einmal zurück. Ich muss mein Zeug loswerden. So kann ich doch nicht hier rumrennen. Das geht nicht. Auf. So, jetzt sag mir mal bitte, wo gibt's denn hier mal sowas wie einen Händler? Reparieren, Schmiede, Händler. Okay, also hier runter und da rein. Hier gibt's auch noch Quests. Nehme ich auch gleich mit. Ah. Okay. Hallo. Für eine Rüstung begeistern? Ja, du kannst erst mal mit mir handeln. Willkommen mal her. In Idylla, Berufene. Ich hoffe, ihr findet die Stadt. Ach, sei ruhig. Geprägt. Verkaufen. Sämtlichen Plunder verkaufen. Was hast du denn Schönes? Aber das ist doch nichts für mich. Palatinhelm. Rittershelm. Kapuze. Der Giftschlange. Hier. Passt auf, wo ihr hintretet hier oben auf der Agora. Es geht ziemlich weit runter. Die berufen. Nö. Ich muss weiter. Habe keine Zeit. Der hat eine Quest. Guck mal. Der hat die das. Hallo. Ah, hey du. Die berühmte Berufene kommt endlich zu mir. Mag sein, dass meine Bitte unscheinbar klingt. Aber ich will ihr dennoch Ausdruck verleihen. Was braucht ihr denn? Ich muss die Vergangenheit bewahren. Alles um uns herum ist der große Meißel des Fortschritts auf dem Weg zur Erleuchtung. Aber ohne Kontext ist dieser Fortschritt nichts wert. Ich wünschte, jemand würde Artefakte meiner Ahnen finden. Relikte aus einfacheren Zeiten. Na los. Sehr gut. Ich belohne euch für alle Artefakte, die ihr findet, würde aber größere Artefakte bevorzugen. Ich freue mich schon auf eure Funde. Alles klar. Viel Glück bei der Suche. Oh, haben wir die Tante? Dann bitten du. Bitte, lasst mich durch. Was ist? Wenn ihr die Wachen nicht überreden könnt, mich durchzulassen, verschwendet ihr nur meine Zeit. Ich... Tut mir leid. Aber es macht mich wahnsinnig, wie ein Tier in der Stadt eingesperrt zu sein. Ich will doch nur im Labyrinth nach meiner Frau Galathea sehen, aber sie lassen mich nicht raus. Ihr ließt sie im Labyrinth zurück? Ich habe sie nicht gerne zurückgelassen, Berufene. Ich wollte, dass sie mit mir geht, aber sie ist manchmal ein bisschen träge. Aber jetzt kann ich sie nicht holen, weil ich einer der besten Steinmetze der Stadt bin. Die Wachen haben Befehl, mich nicht passieren zu lassen, damit ich nicht umkomme. Ich will nur wissen, ob sie unversehrt ist. Aber ich habe so viel für diese Stadt getan, dass ich sie nicht verlassen darf. Ich könnte nach eurer Frau suchen. Würdet ihr das tun, Berufene? Das jo! Wäre grandios. Dann bin dabei. Wenigstens, dass sie wohl auf ist. Ich habe sie in den Ruinen des Labyrinths zurückgelassen. Im alten Steinbruch der Stadt. Dort solltet ihr sie suchen. Jo! Bitte findet meine Frau. Ja, ja. So, wer will hier noch was von... Ne, hier. Guten Tag. Hier will keiner was von mir. Da! Da, der da. Hallo. Und offenbar nee, die. Die Erlöserin meines Volkes mich endlich gefunden. Meinen untertänigsten Gruß, Berufene. Allerdings will ich nicht nur... Höflichkeiten austauschen. Wie viele andere brauche ich eure Hilfe? Ja, ja, was braucht ihr? Heulung. Denn obwohl die Kolossai festen Glaubens sind, wenden sich immer mehr von uns den barbarischen Sitten unserer Vorfahren zu. Die niederträchtigsten dieser Zweifler werden Plünderer, blutrünstig, brutal und voller Zorn. Sie müssen ausgemerzt werden. Okay. Ich danke euch. Es wird höchste Zeit, dass wir ihrer Wildheit ein Ende machen. Alle Plünderer haben irgendwelche Totems bei sich. Bringt sie mir als Beweis eurer Taten. Naja, später. So, jetzt aber erstmal die eine Quest.
Hier lang? Ja, ja, bin ich. So, dann gehe ich ja mal wieder in die Stinke-Kompen. Und werde aber die Folge an dieser Stelle beenden. Und wünsche euch noch einen wunderschönen restlichen Tag. Und freue mich auf die nächste Folge. Huch, hier bin ich davor uns gar nicht lang gelaufen. Auf die nächste Folge von Kingdoms of Amalur. Bis dahin. Ciao.